Hallo zusammen, herzlich willkommen zum dieswöchigen Elixir Online Update. Das kam gestern etwas später. Es sind Änderungen gemacht worden und es ist das Sommerstempel-Event reingekommen. Das heißt, ihr könnt jetzt wieder pro Rennen einen Stempel sammeln und wenn ihr 5 Rennen gemacht habt, bekommt ihr ein Geschenk, wo dann einfach ja, irgendwas drin sein kann. Wie Möhrchen oder Sachen, um euer Pferd zu heilen. Oder wenn ihr ganz viel Glück habt, können da sogar auch Gems drin sein. Und dieses Event wird für 2 Wochen halten. Und es ist an der Zucht was verändert worden. Und zwar gibt es da jetzt ein paar mehr Fellfarben bzw. ein paar mehr Kombinationen zwischen Fellfarbe und Langhaar im Vergleich zu früher. Und zwar betrifft das die Champagne. Champagner-Horses, das sind die Cremellos. Ich suche mal ganz kurz danach, dass ihr das seht. Das sind diese hier. Die können jetzt mit heller und dunkelbrauner Mähne geboren werden. Und außerdem... Hoppala, nee. Nee, Quatsch, nicht die hier. Die können ja, ich wollte gerade sagen, ist ja schon mit dunkelbrauner Mähne. Das hier ist ja der Champagner, nicht der Cremello. Die hier können jetzt mit hellbrauner und dunkelbrauner Mähne geboren werden. Also nicht nur weiß, grau und schwarz, sondern auch hellbraune und dunkelbraune Mähne. Oh, guck mal, da ist ja schon einer. Ja, das ist hübsch. Und wir haben noch ein paar weitere sehr interessante Änderungen, nämlich am Palomino, am Tigerschecken und hier an dem Braun, wie ich ihn hier habe. Die können nämlich jetzt... Warte mal, die konnten doch auch schon vorher mit... Nee, da muss ich schon wieder irgendwas falsch haben. Was ist denn Chestnut Sabino? Da, der Fuchs Sabino. Der da. Gott, Leute, ich bin ein bisschen verwirrt heute. Dieser hier, er hier und die Palominos können nun auch mit weißer Mähne geboren werden, was ich sehr, sehr cool finde. Gerade der Tigerschecke mit weißer Mähne. Das wird definitiv mal noch eine Farbe sein, auf die ich züchten werde, vermute ich. Ganz, ganz stark. So, ihr Lieben, das war's dann aber vom Update diese Woche. Was haltet ihr denn davon? Ich finde es sehr, sehr cool, dass es ein paar weitere Farbmöglichkeiten gibt und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, Stempel zu sammeln im nächsten Elixir-Stream. Also dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!